Willkommen zurück. Wir sind dabei, mal das Schwertkampftraining auszuprobieren, damit ich nicht jedes Mal umgenietet werde. Theoretisch hier Kampfmeister Banyek. Hast Mal du dich schauen. von der Verletzung gestern erholt? Nein. Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Oh, wow. Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Ja. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Jo. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Ja, ich bin ja eh voller Blut. Danach kann ich mich ja mal waschen gehen. Klar. Also gut. Ich warte wie immer beim Schafpferch. Was ist das? Ich laufe ihm einfach hinterher. Das Schwert hängt aber ein bisschen weird. Später, ich würde mich irgendwann mal nach Mods mehr so erkundigen. Damit das. Ich glaube, da gibt es so ein paar. Da gibt es einige. Aber ich wollte erstmal ja, einen unverblümten Eindruck bekommen vom Game. Wie man so schön sagen würde. Da sind auf jeden Fall schon mal Schafe. Die haben irgendein Problem. Der hat aber sogar eine Rüstung an. Ich hoffe, der übertreibt jetzt nicht. Ich weiß nicht, was mit den Schafen ist. Ich finde, da frag's einfach mal nicht. Hier, ja. Kampfplatz. Das okay. Ja, wir können loslegen. Na, kann's losgehen? Ja. Ja. Theoretisch. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Oh Gott. Und klar, weil ich das weiß. Ich jetzt ein Holzschwert? Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Ja. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Ah, umkreisen. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Das kann ich besonders gut. Gut. Nochmal. Sehr gut. Jetzt kapierst du's. Nicht schlecht. Nochmal. Sehr gut. Spitzeende ist zum Stechen. Versuch es mal. Wie mache ich das? Zustechen. Ah. Schlecht. Nochmal. Ich verstehe es nicht ganz. Genau so. Schwache Angriffe sind. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Ich habe halt überhaupt keine Ausdauer. Gott. Der kämpft auf jeden Fall echt gut, der Junge. Ich habe das erste Mal mit einer Kombo angegriffen, das ist mir nicht aufgefallen. Genügt. Nein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht, arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Können wir weitermachen? Ich fühle mich nicht gut vorbereitet. Wir sind ja jetzt noch nicht fertig. Warte. Nee, ist raus.
Ich fühle mich nicht gut vorbereitet. Können wir weitermachen? Läuft nicht sehr gut hier. Okay. Ich habe... Oh Gott, ich bin gegen die Wand gelatscht. Ich habe gedacht, wir würden hier irgendwie ein bisschen länger trainieren. Scheinbar nicht. Gut, dann... ich weiß noch nicht, wie ich die Sachen von dem einen Typen wieder bekomme. Hol die Parierstange in der Burg ab. Das könnte ich ja machen. Dann gucke ich mir nochmal die Burg an. In der Zwischenzeit überlege ich mir, wie ich die Sachen da wiederbekommen kann von dem Typen. War halt eine blöde Entscheidung. Jetzt muss ich zu meinem netten Herrn zurückgehen und ihm erklären, warum wir das Geld jetzt nicht haben für die Kohle. Ich kriege richtig Stress. Brauche ich fürs Bier nicht auch Geld? Sehe schon, das wird hier bombastomanisch gut. So, komme ich da rein. Sind die high? Hey. Ich würde gern rein. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Gut, sieht ihr das nicht? Ich bin wegen der Parierstange hier. Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald. Werter Herr. Okay, ich dachte, ich komme da rein. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich? Nein, bestimmt nicht. Ich habe gerade gesehen, ich würde gerne was ausprobieren, glaube ich. Aber... ich habe mit Yannick gesprochen, mit Jaroslav kann ich auch sprechen. Ich hätte den einen Typen verpetzen können. Guten Tag, wie kann ich helfen? Grüß euch, Jungs. Grüß dich. Was gibt's Neues? Ich hätte es vielleicht mit dem anderen klären sollen. Den kannte ich aus der Schenke. Könnte besser laufen. Kuhner schuldet uns Geld und will nicht zahlen. Dieser Saufkopf? Mit dem wirst du es nicht leicht haben. Was hast du vor? Gute Frage. Weiß ich noch nicht, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht rundlaufen. Stimmt wohl. Kuhner wird auf nichts anderes hören als die Peitsche. Gib auf deine Zähne Acht. Danke. Mach's gut. Wollt ihr mir nicht helfen? Okay. Sie wollen mir nicht helfen und können mir nicht helfen. Das Problem ist... kann ich mir keine Waffe holen? Ich habe jetzt nur die Sachen noch auf. Also dieses Versuch, das auf andere Weise zurückzubekommen. Probieren das aus. Schau mal, vielleicht gibt es eine Kiste oder so. Muss der nicht irgendwann mal schlafen? Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, okay. Ich kann seine Hühner klauen. Ist gerade nicht da. Hunisch-Axt. Kann ich schleichen? Diebstahl. Wenn du etwas stiehlst, lass ich dabei nicht erwischen. Der Kunisch war gerade nicht da.
Beute, die zu verkaufen ist, nicht ganz ungefährlich. Such dir einen Händler auf, der möglichst. Weil mein Ruf ist ja eh schon angeknackst. Also ich will nicht, dass er noch mehr angeknackst wird. Steht es hier irgendwo? Codex? Nee. Oh Gott, ich bin... der Karte. Ja, schaue ich mir da irgendwann mal an. Ruf. 91, okay. Das ist passiert, weil wegen ihm. Gibt es hier noch irgendwas? Ich habe... Die sehen mich durch... Die sehen mich durch die Wand? Kann ich petzen? Das muss ja der Vater von irgendjemandem sein, oder? Nö, nee, ich glaube nicht. Matthäus, Fritz... Matthias. Ja, dann hätte Fritz vielleicht Mathieu heißen sollen. Dann funzt das besser. So, auf dem Hof gibt es die Sachen, die ich jetzt wieder besorgen soll. Also halt aufpassen, da steht eine Wache. Ich wasche mich mal. Ist das Kunisch? Ja, ich habe vergessen, wie er aussieht. Also ich habe jetzt die Axt. Den Hammer und die Nägel. Ich kann doch hier nicht einbrechen, also kann ich schon. Ich könnte einen Happen vertragen. Er hat aber echt sehr viel Hunger, das muss ich ja mal sagen. Ja, jetzt ist auch mal gesättigt. Es gibt doch bestimmt Stress, wenn ich jetzt hier reingehe. Ach, es ist offen. Du bist in einem privaten Bereich. Hat er gerade noch abgeschlossen? Es bleibt ja vor der Tür stehen. Ich wollte, dass er einmal außen rum geht. Dann kann ich ja einmal da reingehen und schauen, ob ich den Hammer finde. Jetzt geht er wieder rein. Ich glaube, der Typ ist kaputt. Er trägt was Unsichtbares. Ach, jetzt ist der Korb da. Ich schau mal, ob ich das hinbekomme und hinter mir die Tür fertig zu machen. Rein. Ist in der Falle. Ist jetzt halt wirklich in der Falle. Ich werde langsam verrückt. Er sitzt da. Da saß jemand auf der Seite. Ich bin verwirrt. Wie komme ich denn da jetzt ran? Ich war
Redstone auf der einen Seite in seinem Haus. Das Problem ist, er ist ja auf der anderen Dings. Komme ich ja nicht ran. Kann ich hier nicht irgendwie... Müssen ja auch die Nägel sein. Kann ja seine Hühner klauen und dann ihn bestechen. Können meine Kumpels mir nicht helfen? Willkommen, Heinrich. Willkommen. Eure Hilfe, Leute. Ah, geht. So, dem Deutschen haben wir es gezeigt. Jetzt ist der Nächste dran. Noch eine Abreibung? Ha, bin dabei. Kuhne schuldet meinem Vater Geld, aber er will nicht zahlen. Also muss ich es aus ihm rausschütteln. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los! Pass doch auf. Das funzt jetzt? Okay, krass. Das hätte ich nicht gedacht. Kunesch, schwing deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Kommt der jetzt? Ja, Kunisch ist kaputt. Ja, nee, da kommt er. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Verdammte Scheiße! Das funzt doch nicht so. Nein, ich hab den Falschen angegriffen. Das war schon wieder kaputt. Du kannst hast weiche Knie bekommen. Ich kann das nicht. Genug, genug! Ich gebe auf. Geht doch. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Finde etwas Balkonisch, das sich verkaufen lässt. Ich habe die Axt schon geklaut. Jetzt kann ich da rein, ja? Ja, jetzt ist es nicht mehr unerlaubt. Der Hammer und die Nägel. Das sieht hier aus, das Essen, das habe ich gegessen. Okay. Jetzt ist aber das Problem, dass ich die Axt ja quasi geklaut habe. Nee, das ist jetzt zeichnet sich nicht mehr da mit dem Klauen. Okay. Na gut, Börschchen. Hast mich klein gekriegt. Nimm, was du willst, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ich meine, ja, ich habe auch vorhin erst mal jemand anderen angeschlagen, aber das kann ja mal passieren. Ich wollte ja mein Training länger haben, aber ich hatte ja kein langes Training, das muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. Mein Ruf ist noch gleich scheiße. Wegen ihm, weil er nicht bezahlen würde. Eigentlich müsste er einen viel, viel schlechteren Ruf haben. So, dann haben wir das. Das müsste ich jetzt verkaufen. Sehe ich das richtig? Kaufe Bier, kaufe Sack Kohle auf dem Markt. So, suchen wir uns einen Händler und verkaufen die Axt und die Nägel. Dorfbewohner. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Helfer des Köhlers. Aber ich brauche einen normalen Händler erstmal, oder? Leinenstoffe, Natur oder gefärbt. Da ist für jeden was dabei. Händler. Gott sei mit dir. Bin ich schon wieder blutig? Nee. Kann ich nicht... Ach, hier verkaufen. Okay, das ist ein Händler, der kauft nur Klamotten, weil der ist der Schneider. Kommt und betrachtet meine Waren. Ich habe alles, was ihr braucht, ob daheim oder bei der Arbeit. Rüstungssachen, den kann ich... Grüß dich. Vielleicht meine Sachen verkaufen. Ja, hier geht ein bisschen mehr.
Einmal die Axt, der Hammer und die Nägel. Okay, jetzt den Warenkorb ganz gerne. Wie viel kriege ich dafür? Feilschen könnte man auch. Ach. Ich bin ja noch nicht so charismatisch. Okay, da gibt es Essen. Das sieht da echt komisch aus. Kauft, Leute! Kauft! Okay, hole ich die Kohle. Das ist hier schon eine ganz andere Hausnummer. Holzkohle. 10. Reicht das jetzt? Wahrscheinlich nicht. Warenkorb prüfen. Du hast nicht genug Geld. Wo steht denn das? Du zahlst 5. Dein Vermögen 4,5. Was soll ich jetzt machen? Mein Brot verkaufen, was ich habe? Okay, dann, ich habe ja noch ein Brötchen, was ich verkaufen kann. Wie kann ich behilflich? Ich kann auch bei dem noch diesen Suppentopf vielleicht mitnehmen, dann kann ich den auch noch verkaufen. Ich brauche die... Wo war Kunisch? Da war noch eins weiter oben. Das ist ja echt ein bisschen, in Topf geben. Achso, Intor, einen da reinmachen. Ich kann den nicht mitnehmen. Was wahrscheinlich. Oh Gottchen. Der hat mehr nicht. Sollte weniger saufen, ey. Das reicht nicht. Na gut, Börschchen. Hast mich klein gekriegt. Nimm, was du willst. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Nee, mehr habe ich hier nicht. Das heißt, ich muss das Brötchen und den Apfel noch verkaufen, den ich habe. Es wird aber kaum reichen. Und dann gehe ich noch mal kurz nach Hause und schaue, ob ich da was verkaufen kann. Da war ja noch ein Vorratslager. Dann brauche ich aber auch noch Geld fürs Bier. Okay, das ist irgendwie eine heikle Geschichte. Wir haben auf jeden Fall einen Garten. Und wo wohne ich dann? Also wir wohnen hier zu dritt, aber es gibt nur zwei lange Bänke zum Pennen. Werde ich noch einen Apfel zu mitnehmen? Diesen Lederbeutel kann ich nicht mitnehmen. Käse. Käse. Zur Vorsage will ich nicht unbedingt was nehmen. Hat Mutti noch Geld? Mutter! Mutter! Ich blute! Es hört nicht auf. Ach, herrje. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Schon wieder? Na bitte, so gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Ich probiere es, es wird nichts. Okay, hier werden halt Karotten und sowas drin. Aber wenn ich jetzt hier alles mitnehme, haben wir ja nachher kein Essen mehr. Mal schauen, ob es reicht. Wollen Sie nicht wegen Geld fragen? Die Axt kann ich nicht mitnehmen. Ja, also dann gucke ich mal, ob wenn ich das verkaufe, kann ich hier noch was mitnehmen? Nö. Wenn ich es verkaufe, ob es dann reicht? Mir fehlen halt 0,5. Ich hätte doch falschen sollen. Ja, das kann man ja nicht wissen. Also ab sofort alles hier probieren. Alles, was geht. Habt ihr noch ein Brötchen, aber wer braucht Essen? Ich doch nicht. Wie geht es dir, Heinrich? Mir geht's gar nicht gut.
die Laskung swoh. Satin, Damask, Scharlach, ein Fest für die Augen und das Weinsvolk. Kommt näher. Wie geht's? Nicht gut. Gott sei mit dir. Billiger Wein, super. So, wenn ich die jetzt verkaufe. Preis. Dann kriege ich aber doch 1, wenn ich 10 Cent oder keine Ahnung, also 10 Groschen. Schillinge. Je nachdem. Steht es da? Ist mein Ruf? Naja, weiß ich nicht. 0,1 bekommen, muss ich ja 1,7 rausbekommen. So, jetzt habe ich genug. Holen wir die Kohle. Das ist hier ein Akt. Warum holt mein Vater das nicht selbst, hä? Das ist ja schon wieder... Und 10. Wenn es geklärt. Lass uns über den Preis sprechen. Oh Gott, das wollte ich nicht. Klar, warum nicht? Oh, okay, falschen. Was ist das? Also, in diesem Game. Du kannst beim Kaufen und Verkaufen falschen. Wähle die Menge, die du zahlen oder erhalten möchtest. Und der reagiert dann auf dein Angebot, lehnt er ab und unterbreitet er dir ein Gegenangebot und wartet auf deine Antwort. Hey, Mee, mal gucken, was ich hinbekomme. Lässt sich der Regler weder in die eine noch in die andere Richtung bewegen, bedeutet dies, dass es entweder dir oder dem Händler an Geld mangelt. Okay, ich, als ob ich ihm mehr Geld geben möchte. Zahle. Ich probier mal 4,7. Ist das genug? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Dann 4,8. Ja, das sollte passen. 0,2 gespart. Nicht viel. 20 Groschen, aber habe ich. So, perfekt. Den Sack Kohle haben wir. Kaufe Bier. So, ab zu Bianca. Es ist ja auch nur noch eins offen. Gehen wir zur Schenke. Ich möchte auch gerne wissen, wer meine Freundin ist. Das ist schon ganz, vielleicht von Vorteil zu wissen, wer das ist. Ich bring's sofort. Gern geschehen. Kann ich eine andere haben? Was hat die denn an? Warum hat die da so ein extra, so ein Schlappen drüber? Ist das die Arbeitsuniform? Gern geschehen. Okay, reden wir mit Bianca. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, bin ich auch. Können wir mal kurz reden? Ich brauche Bier. Frisches. Kühles. Frisch aus dem Keller? Sie geht weg. Jetzt. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Ach komm. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr, ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Oh Gott. Oh Gott. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Einen? Jawohl, einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Kriegt ihn jetzt gratis? Bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich.
kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Oh Gott. Ich schätze ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Ja. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha! Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Oh ja, das wird er. Das wird er bestimmt. Ja, das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch, zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests. Achso, mit Retterschnaps. Stimmt, das ist ja, dass man damit dann immer mit Retterschnaps speichert. Deshalb Retterschnaps? Okay, Bianca treffen wir heute Abend irgendwann mal wieder. Ich hätte das eigentlich auch gratis bekommen. Also, ein bisschen Groschen. Also ich habe 0,2 Groschen bezahlt. Also es sind hier Groschen in dem Game. Gehen wir zu Vater, bringen ihm die Sachen. Ich habe es ja alles irgendwie geklärt. Vielleicht nicht so, wie man es machen soll, aber wo bleibt denn der Spaß? Naja. Nee, ich habe meine Aufgabe erledigt. Kann ich heute Abend weggehen, feiern. Ähnliches. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja, quasi. Achso, ich muss schmieden. Oh Gott. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Und gut Bier. Gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Gut gemacht. Packen wir es an. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratz, ich wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Oh Gott. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Mhm. Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Nee. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ich ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Nee. Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Hm. Bin ich doch schon. Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Kann ich nicht so gut, glaube ich. Na, wir können es ja mal probieren. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ist das jetzt so eine Vater-Sohn-Stunde hier? Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Ich werde es versammeln.
Jetzt muss man hier noch Plot-Twist geben. Dieses Schwert, als ob das jetzt funzt. Dann mal los. Gut. Einmal noch. Verbrenn ich? Und wenn man sich jetzt verbrennt? Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ja, jetzt schon. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Ah. Wie kommst du voran? Gut. Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Muss nicht der Griff noch ein bisschen... Das ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Wer ist da, Theresa? Theresa ist komisch. Theresa ist mir sehr, sehr, sehr unheimlich. Das muss ich jetzt dazu sagen. Okay, wir kriegen die nächsten Aufgaben rein. Das hier war es mir auf jeden Fall ein inneres Blumenpflücken. Geht's dir gut? Ciao.